Hallo, hier ist mal wieder der Andi. Heute wieder mit einem Flechtvideo und allerdings wird das ein kurzes Video, denn heute möchte ich euch mal zeigen, wie man ein sogenanntes japanisches Auge flechtet. Ich habe hier so einen kleinen Übungsstab, da kann man das mal sehen, wie die aussehen. Ich habe es schon mal in einem anderen Video erzählt. Ja, das sind verschiedene Weidesorten, die ich hier verwendet habe, einfach mal um es auszuprobieren, wie dieses flechten lassen. Und dieses japanische Auge ist super dafür geeignet, zum Beispiel Bündel zusammen zu schnüren und sicher zu verschließen. Und natürlich auch als Deko. Das hat einen sehr schönen dekorativen Effekt. Und zwar kann man das hier schön sehen. Ja, das sind diese Augen drauf, um einfach diese Weideruten an einem Stab festzuhalten. Und das Ganze ist eine Fackel. Eine Gartenfackel. Die gibt es noch in einem extra Video. Aber heute soll es mal um das japanische Auge gehen. Ich denke, das ist interessant für viele, die zum Beispiel auch schon mal bei mir im Kurs waren und immer schon gefragt haben, ob ich da nicht mal ein Video zu machen könnte. Ja, gut, dann versuche ich mal die Kamera so einzustellen, dass man möglichst gut alles sieht und ihr die Arbeitsschritte vielleicht sogar, wenn ihr eigenes Material zu Hause habt, direkt nachvollziehen könnt. Ich denke, das wird auch sehr gut funktionieren für Anfänger, besonders wahrscheinlich mit Pedicure. Pedicure ist ein bisschen anfängerfreundlicher, ein bisschen geschmeidiger, hat eine kürzere Einweichzeit und lässt sich genauso auch verarbeiten wie eine Weide in der Form. Ja, also. Je nach Größe des Auges, das ich brauche, je nach Umfang oder Größe des Auges, das ich quasi herstellen möchte, brauche ich natürlich verschieden lange Weideruten. Wenn ich zum Beispiel sowas hier machen möchte, dann langt eine verhältnismäßig dünne, nicht ganz so lange, die sind jetzt einen knappen Meter lang oder 90 Zentimeter lang. Für sowas langt das absolut. Als allererstes zeige ich euch mal, wie man auf einen festen Gegenstand wie das hier, also das ist ein Haselstecken, den ich einfach so als Übungsstock immer für sowas verwende, mit einem normalen Weidetrieb, ja, quasi ein Auge drauf flechte. So, ich habe hier also meinen Stock, ich habe hier meinen Trieb. Ich bin Rechtshänder, deswegen mache ich das Ganze mit der rechten Hand. Ich klemme das dicke Ende am kurzen Ende, das sind so 8 bis 10 cm, unter den Daumen. Dann biege ich das Ganze einmal um diesen Stock herum. Ich drehe das Ganze mal, damit man das sehen kann. Und jetzt greife ich nach. Ich greife das wie so ein Klammergriff. Halte ich das Ganze jetzt hier fest. Wichtig ist ganz wichtig, dass man eng arbeitet. Das heißt immer auf Zug und immer möglichst eng anliegend, damit das Ganze nachher auch schön hält. Jetzt habe ich das Ganze so. Ich versuche das mal so ein bisschen zu drehen. Jetzt muss ich mit dem langen Stab um den kurzen einmal drumherum, wie bei einem Kreisel, einmal drumherum und wieder zurück. Ja, also ich nehme den jetzt hier, gehe hinter den anderen, jetzt klemme ich das hier ein und gehe wieder zurück. Ja, ich zeige es mal, wie das jetzt aussieht. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Und ohne dass ich das jetzt überkreuze, gehe ich mit der langen Rute seitlich drehend zurück auf die andere Seite. Hier sieht man, da habe ich es eben gerade drumherum gedreht. Jetzt machen wir das Ganze von der Seite. Auch wieder die lange Seite einmal drumherum wickeln. Jetzt haben wir das zweimal eingefangen. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist ja auch mein Wunsch. Sonst bräuchte ich nicht ein solches Video zu produzieren. So. Jetzt habe ich den hier wieder liegen und drehe das Ganze wieder auf die andere Seite. Jetzt bin ich wieder auf der Seite angekommen. Wichtig ist, dass beim wieder drumherumlegen nicht oben drüber das Ganze gelegt wird. Also nicht oben drüber, sondern dahinter. Und zwar schön stramm. Man sieht es an meinem Finger, wie sehr ich da drauf drücke, damit das schön stramm bleibt und wieder hierüber das Ganze und wieder um den ganzen Pudding rum. Ich habe immer einen Finger oder einen Daumen auf dem Ende, damit sich es nicht wieder aufzieht. Das ist ganz wichtig. Das muss man oft üben. Jetzt machen wir dasselbe wieder auf der Seite. Ich hoffe, man kann das sehen. So, einmal drumherum und wieder um den ganzen Pudding
Zack. Dasselbe jetzt nochmal hier drumherum. So, und nochmal drumherum drehen. So, und wieder und immer hinten dran. Also immer hinter die vorherige Wicklung das Ganze setzen. Man sieht, wie das schon aussieht. Das hat also schon eine schöne Optik. Jetzt ein letztes Mal um den Pudding und wieder runter. Wichtig ist, wie gesagt, hier immer einen Daumen oder einen Finger irgendwo auf dem Ende, damit es nicht wieder aufgeht. Jetzt gehen wir hin, nehmen uns ein typisches Korbmacherwerkzeug, den Friemen. Und da, wo wir mit dem Ende normal wieder drüber gehen würden, in dieser Lücke, ich hoffe, man kann das jetzt sehen, wenn ich näher rankomme, in diese Lücke hier gehen wir einfach unter den vorherigen in diese Nische rein, dehnen das ein bisschen auf, ziehen das Ende hier durch. Zack, Kamera noch verwackelt. Und schon ist das Auge fertig. Jetzt wird nur noch mit einer Schere dieser kurze dicke Pin abgeschnitten und das lange Ende. Und schon haben wir ein wunderschönes japanisches Auge. Ich finde es allein vom Deko-Wert her schon sehr schön. Aber das ist ja noch nicht alles. Jetzt zeige ich euch noch, wie man damit ein Bündel mit Weiden zusammenwickelt. Dieselbe Methode, nur eben, dass man sehen kann, wie schön eng das mit jeder Windung wird dieser Knoten, diese Wicklung enger und hält das Ganze umso strammer. Jetzt haben wir hier noch ein Bündeln aus Weideresten. Das sind Spitzen, die ich von einem Korb, den ich gestern geflochten habe, abgeschnitten habe. Und die werden wir jetzt auch bündeln und zusammenfassen mit einem japanischen Auge. Man nehme das natürlich wieder in die rechte Hand als Rechtshänder. Dann nimmt man wieder die Weide, genau wie eben auch. Die legen wir quasi unter den Daumen, dicken Pin auf die Seite. 8 bis 10 cm überstehen lassen. Und jetzt machen wir das gleiche wieder. Einmal komplett um dieses Bündel drumherum. Wenn es geht, mit Zug drumherum legen, damit wir hier keine Knicke reinkriegen, sondern dass sich das schön anschmiegt. Ja? Dasselbe Prinzip. Jetzt haben wir es wieder hier drüben. Der kurze Pin und der lange Pin. Jetzt drehe ich wieder den langen Pin um den kurzen Pin drumherum. So. Ich zeige es nochmal anders in die Kamera. So, kann man das sehen? Ja, genau wie bei dem anderen auch. Und jetzt gehen wir wieder mit dem Trieb einmal um das ganze Bündel drumherum und kommen wieder auf der anderen Seite an. Sind wir wieder hier. Und dasselbe von hier wieder drumherum. Jetzt haben wir es einmal von rechts und einmal von links quasi eingefangen. Das ist schon mal sehr gut. Man sieht, also das hält auch schon so ein bisschen. Aber um den Druck, man könnte jetzt noch ganz leicht hier diese Triebe rausziehen. Aber um den Druck auch noch zu erhöhen, um das Ganze natürlich fertig zu machen, gehen wir jetzt wieder um den Pin drumherum. Gehen wieder auf der anderen Seite hinter die vorherige Wicklung. Und wieder drumherum. Wie gesagt, nie überkreuzen, sondern wirklich nebeneinander liegend. Und wieder um den Pin rum. Ja, man sieht, dass es meine Handhabe, wie ich das mache. Einfach das ganze Ding drehen und noch einmal, ein letztes Mal gehen wir nochmal drum herum. Zack, gleiches Prinzip. Jetzt machen wir das so, dass da, wo ich quasi jetzt mit dem Trieb, wenn ich das weiterwickeln würde, auf die andere Seite ginge, hier nämlich in diese Ecke rein, da gehen wir jetzt mit dem Dorn wieder, einmal drunter hebeln, ein bisschen aufdehnen. Der wird ja dicker nach oben hin. Rausziehen, das dünne Ende hier durchziehen. Schön stramm ziehen. Zack, und jetzt kann man es schon loslassen. Jetzt ist es fertig. Was jetzt hier zu sehen ist, das ist schön, dass das eigentlich passiert ist. Dann kann ich das mal zeigen. Der Mittelpin am Anfang, weil man das hier nicht so gut halten kann, ist etwas lockerer geworden. Man sieht das hier, man kann hier richtig mit dem Dorn drunter gehen. Das kann man ganz einfach noch wegbekommen, bevor man das abschneidet, indem man, ich zeige es mal, mit einer Zange hingeht und den Pin festnimmt, das andere auch in die andere Hand schön fest und dann ziehen. Zack. Jetzt sieht man,
Jetzt ist alles ganz stramm rangezogen an das Bündel und damit ist es auch jetzt fertig. Und damit können wir wieder den Mittelpin abschneiden, das untere Ende abschneiden und schon haben wir wieder ein fast perfektes japanisches Auge. Ja, ganz toll ist, auch in der Variante kann man das ganz fantastisch als Tischdeko verwenden. Wenn man zum Beispiel eine Feier hat, kann man die so kreuz und quer mit auf so einen Mittelläufer legen oder so. Dazu könnte man dann auch jetzt hier hingehen und könnte das parallel hier etwa noch abschneiden. Aber um nochmal auf das japanische Auge zurückzukommen, ich habe es auch in einem anderen Video schon mal gezeigt, oder auch hier am Anfang, ist natürlich nicht nur als Bindeknoten zu verwenden, sondern eben auch schön als Dekoration. Macht sich immer schön und ist auch gar nicht so schwer zu machen, finde ich. So, das war es auch schon mit dem Video um das japanische Auge. Ja, warum das japanische Auge japanisches Auge heißt, weiß ich auch nicht. Vielleicht kommt das einfach aus Japan. Ach, da sehe ich gerade noch was. Ist auch sehr schön, wenn man, wie ich eben, so ein Auge auf so einen Stock drauf gebunden hat und lässt das trocknen. Kann man das abziehen? Ich will es mal eben zeigen. Das sieht dann so aus. Vielleicht hat da ja noch jemand eine Idee für, dass man das so als Schmuckstück irgendwie noch ausarbeitet, zum Beispiel als Ring. Ja, oder am kleinen Finger. Ja. Sieht ja auch sehr schön aus. Hat schon einen gewissen Zierwert. Naja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich sehr freuen. Ihr könnt gerne auch mit mir Kontakt aufnehmen oder auch Wünsche äußern, was man noch damit machen kann mit dem japanischen Auge oder andere Sachen, die ihr vielleicht mal gerne flechten wollen würdet, sofern ich sie denn kann. Ja, und über Kritik oder Anregungen freue ich mich natürlich auch immer. Gerne unten in die Comments oder über Facebook, Instagram gerne auch mit mir Kontakt aufnehmen oder mal eure Meinung dalassen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß beim Selbstausprobieren und der Andi, tschüss!